Frauen schreiben Kunstgeschichte. Aber kennen wir ihre Namen? Seit jeher arbeiten in Europa bedeutende Künstlerinnen auf Augenhöhe mit ihren männlichen Kollegen. Gemeinsam erobern sie neue Wege und sorgen für Furore. Doch die Kunstgeschichtsschreibung erinnert erstaunlicherweise nur die Männer. You ask anyone on the street, what are 10 the most known artists in the world? No one will give a single female artist. Der Kunstkanon integriert Frauen, wenn überhaupt, als Ausnahmetalente. Dabei spielen Künstlerinnen spätestens seit dem Impressionismus eine große Rolle. Die Kritiker haben über sie publiziert, sie haben gut verkauft zu Lebzeiten. Wie kann es sein, dass sie dem breiten Publikum so wenig bekannt sind? Aktuell sind in den ständigen Sammlungen der Museen nur 5% der Werke von Künstlerinnen. Unzählige Arbeiten verstauben unentdeckt in den Depots, fern des öffentlichen Bewusstseins. Wenn man sich die Zahlen anschaut, kann man das überhaupt nicht anders sehen, als dass Künstlerinnen systematisch ausgespart worden sind. Es gibt immer wieder dieses Argument, das gesagt wird, ja, aber es gab ja gar nicht so viele. Und auf der anderen Seite muss man sagen, aber es gab auch nicht so wenige. Dennoch wurden die meisten Künstlerinnen radikal vergessen. Bis heute spielen Frauen in der Kunsthistorie nur eine Nebenrolle und treten als stilprägende Wegbereiterinnen kaum in Erscheinung. Wie glaubwürdig ist unsere Kunstgeschichte eigentlich?